Hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die am 17. Tag um 18.45 Uhr. Wir haben Besuch, es klopft schon an der Tür. Wir müssen nur mal sehen, wie wir hier wieder rauskommen. Haha. Ich weiß das nämlich nicht mehr. Hier, oder? Nein. Nein. Wie kommen wir denn hier wieder raus, sagt mal. Das war ich. Oh, warte, ey. Bis ich hier raus bin, ist doch alles wieder vorbei. Wo kommen wir denn hier raus? Wir müssen uns den Eingang hier zur Höhle echt mal besser machen. Ich glaube hier. Ja. Hier ist es. So, gucken wir mal. Es hat geklopft an der Tür. Wir sind so freundlich. Wir machen die Tür auf. Die Tür ist zu. Wir gehen jetzt erstmal hier gucken. Hallo? Ach, hallo? Es ist natürlich eine Horde. Ich. Was denn du hier? Da hinten stehen die. Na komm raus. Na, ich wollte ja eigentlich nicht wirklich Nahkampf machen, weil ich jetzt seit längerem nicht mehr gespielt habe. Aber ich glaube, es bleibt mir langsam gar nichts anderes übrig. Taschen! Naja. Fetti, fett, fett, komm. Ah, treffen müsste ich auch. Aber das ist auch so eine dünne Zielscheibe, ja? Die kann man mal nicht treffen. Das kann passieren. So. Fetti, fett, fett, war mal fett. Habt ihr das eben gesehen durch den Schatten? Das sah gerade richtig geil aus, oder? Ah, ja, ja. Eine gute Wellness. So, gehen wir da noch aufräumen? Wir haben nur noch 19 Pfeile. Das ist nicht gut. Wir gucken mal hier eher nach Vogelnestern. Tum, 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 tum. Es müsste eigentlich mal irgendwie eine Möglichkeit geben, diese Pfeile irgendwie anders herstellen zu können als mit Vogelnestern. Hier hinten ist auch irgendwo einer. Hallo? Ui. Na, 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 na. Wett? Wie weit willst du noch von mir weg da irgendwie rumschießen? Ne? Rumschießen vor allem. Hallo? Hallo? Alles okay? Du wirkst so böse. Ah, da ist noch ein Crawler. Gut, Kleber, wo war der Crawler? Da. Guck mal, da hinten steht auch noch einer. Die haben hier richtig Party gefeiert. 11 Schuss haben wir noch. Wir müssen langsam aber sicher ein bisschen aufhören, weil ich will nicht in den Nahkampf. Wie gesagt, ich habe es lange jetzt nicht mehr gespielt. Einen Monat in etwa. Hallo? Leute, die Tür war woanders. Wir können doch noch nie machen. Ey. Wisst ihr, was das an Energie gekostet hat, das hier aufzubauen? Mensch. Ja, finde ich nicht gut. Das ist nicht gut. Hallo?
noch jemand da? Guck mal, ich habe sogar die Tür extra offen gelassen, ja, und ihr Deppenköppe müsst hier drin. Ach, nee, ey. Nur Stress. So. Ach so, jetzt liegen die mir natürlich im Weg. Tatam. Oh. Mensch, Mensch. Nee, warte mal. Wir müssen Bäume fällen. Es bringt hier mal wieder nichts. Wir müssen Bäume fällen. Damit wir das auch wieder ganz kriegen. Warte mal, was haben wir jetzt eigentlich an Eisen? Okay, fast 400 ist ja schon eine Hausnummer. Und dann gehen wir einfach jetzt hier in der Nacht ein bisschen Pfeile gucken. Ach, Pfeile, ich sage immer Pfeile, ne? Wir müssen erstmal nach Federn gucken, bevor wir Pfeile haben. Warte mal, da war noch ein Vogelnest. Tadam. Sehr schön. Siehst du, habe ich gesehen. So ganz verstecktes Vogelnest. Da hätten ruhig mehr Federn drin sein können, oder? So in etwa irgendwie 200 Federn oder so. Kann ja auch mal so ein Strauß sein oder so. Muss ja nicht immer so ein kleiner Piepmatz sein. Der nur 6 Federn da lässt, irgendwie. Okay, das Vogelnest haben wir uns schon mal angeguckt. Ist aber auch ein schönes Vogelnest. So, da können wir jetzt noch ein bisschen reparieren. Holzmäßig müsste gut sein. Dann lass uns mal Antibiotika nehmen. Honig haben wir ja nicht. Na komm, wo seid ihr Vogel? Da, 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 da. 13. Ich nehme mal jetzt die Nahkampfwaffe, weil ich will jetzt wirklich irgendwie auch die Pfeile sparen. Ich finde, das war ziemlich doof. Weil das Ding kann auch in die Hose gehen. Aber. Na, schauen wir mal. Hier sind wenigstens ein paar Fohlennester. Ich weiß auch gar nicht, auf was ich den Loot Respawn gesetzt hatte. Aber schön wäre ja, wenn das dann irgendwie mal auch an unserer Base da hinten. Wenn die Vogelnester dann da mal wieder. Guck mal, essen, essen, ich sehe essen, ich sehe essen. Nachspawnen, ne? Oh, vier Pfeile nur noch. Ach komm, schmeißen wir erstmal das raus, schmeißen wir das raus. Wenn wir jetzt uns Essen holen, das ist zwar schön auf der einen Art und Weise, auf der anderen Seite gefährlich gerade, weil da steht ja die Horde. Die Wanderhorde, die steht da ja noch. Deswegen lassen wir das mal lieber noch. Latschen wir hier einfach mal so ganz gemütlich rum. Dann haben wir ja wenigstens wieder ein paar Federn. Mal gucken wir mal hier rein. Gehen wir mal die Nacht so ein bisschen auf Loot-Tour. Müssen wir ja mal. Warte mal, hier war doch die Straße, ne? Dann gucken wir doch uns mal die Straße an. Ich mache schon wieder so viele Sachen auf einmal, ne? Wir haben nicht mal das Haus jetzt irgendwie repariert. Bloß weil wir jetzt hier auf die Straße wollen. Ah, das ist ganz okay. Das ist alles okay. Wir müssen ja auch mal ein bisschen rumkommen. Aber wieder keine Vogelnester. Es gibt sie einfach nicht. Es gibt sie nicht. Die Vögel sind ausgestorben irgendwie. Ja gut, ich meine, so offensichtlich finde ich draußen auf der Straße auch keine Vogelnester.
Muss ich mal so zugeben. Eine Glasscheibe. Das könnten wir jetzt gleich mal zum Pfeil machen. Wir haben sogar noch das Maismehl bei. Nee. Nichts so Wichtiges drin. Guck mal, aber das Hotel, das siehst du von hier auch noch, ne? Und unsere Mine auch ganz schön. Vielleicht müssten wir noch so Spotlights hinmachen. Dann wirkt das so wie ein Leuchtturm. Oder wir bauen hier auf einer Insel einen Leuchtturm. Können wir auch machen. Aber gut, vielleicht kommt ja auch die Alpha 16 dann irgendwann mal raus. Dann können wir uns mal einen Leuchtturm bauen. So, was haben wir denn hier? Es ist duster. Ich sehe Waldbiom. Okay. Ein bisschen Wald. Dann finden wir auf jeden Fall Vogelnester. Vogelnester hier. Das ist aber... Warte mal, wir nehmen das gleich mit. Den Tee. Machen wir gar keine Kompromisse. Tee brauchen wir auch. Wir haben zwar ganz viele Tee in der Base, aber nehmen wir mit. Was wir haben, haben wir. So, und hier looten wir jetzt Vogelnester. Das muss ja hier 25, guck mal. 25 Federn. Das ist ja... Gibt es eigentlich mehr als 25 Federn? Hattet ihr schon mal 30 Federn oder sowas? Nee, ne? Ich glaube, 25 ist das Höchste, was es so gibt. So, gucken wir mal hier am Wasser. Nix. Absolut nix. Nix. Dabei wäre das doch hier als Vogel... Guck mal, Vogel. Hier. Wollte gerade sagen, als Vogel ist das doch hier romantisch am Wasser, oder? Haben sich gleich zwei hingesetzt. So. Gucken wir mal weiter. Es ist auch ziemlich clever, das nachts zu machen. Finde ich eigentlich gerade... Da sieht man auch immer so viel, ne? Wir müssen auch mal da zu dieser Schatzkiste irgendwie. Da. Nee. Nee. Da. Wie viel haben wir denn jetzt schon wieder? Wir haben ja doch ein paar 25er. Na gut, ein 25er und so, aber. Da. Mensch, ich suche die ganze Zeit, wo sind die Federn? Aber lauter Federn habe ich keine Federn gefunden. So auf dem Motto. Wie sieht Essen aus? 13. Dann knabbern wir doch mal. Dafür haben wir es ja. Dass wenn wir so ein bisschen unterwegs sind, dass wir da immer mal so ein bisschen knabbern können. So ein kleines Knabbersnake. Richtig lecker. Und wir müssen sehen, dass die... Ui. Tashi, Mutter! Mensch, Mutter, kannst du doch hier nicht... Nichts hast du bei. Bin hier am Knabbern und die Mutter kommt, wa? Jetzt haben wir aber schon lange keine Vogelnester mehr gefunden. Aber wir haben noch ein paar... Nö, haben wir gar nicht. Wir haben gar... Wir haben immer wieder gar nichts. Hier. Da.
Papier ist nicht schlecht. Papier sollten wir uns mal überlegen, das mitzunehmen für Gläser. Gläser haben wir genug, Papier haben wir keins. Nein, hier ist mal wieder ein bisschen Tee. Nix. Ich weiß gar nicht, warum die Leute Mülltüten hinschmeißen und dann ist nicht mal was im Müll drin. Hätten sie sich doch die Mülltüten sparen können, oder? Gut, aber. Guck mal, von hier siehst du sogar das Hotel. Richtig schön. Sollte man sich eigentlich mal überlegen, hier zu bauen. So schön am Wasser irgendwie. Oh, wäre schon nicht schlecht. So ein kleines Sommerparadies. Aber gut, okay, ich würde eher lieber das Sommerparadies in der Wüste bauen. Als hier im Wald. Ich höre welche. Gibt es wieder keine Vogelnester. Aber gut, wie viel Federn haben wir? 150 jetzt denn bald. Das ist ja schon eine Hausnummer. Damit müssten wir jetzt theoretisch auch durch die 21. Nachthorde kommen. Aber ich glaube, ich habe den Loot-Respawn auf 30 Tagen. Das heißt, wir müssten auf jeden Fall. Dann irgendwann noch mal so eine Runde machen. Sag mal, das ist hier ein See, oder? Ja, könnte sein, wa? Können wir ja noch eine Brücke bauen. Aber dann bitte aus Holz, weil das könnte ziemlich teuer werden, so eine Brücke. Oh, guck mal. Brauchen wir das? Was bringt uns eigentlich dieses Nachtsichtgerät? Ach komm. Den schmeißen wir mal raus. Das nehmen wir mal auf. Ich will es mal sehen. So, warte mal, wie waren das jetzt? So. Heia. Das ist jetzt besser. Boah, ist das besser? Damit finde ich jetzt Vogelnester oder wie? Nee. Steine. Gut, wir machen mal lieber die. Warte mal, ich muss wahrscheinlich die Taschenlampe ausmachen, ne? Warte mal. Zack, zack, zack. Nee. So finde ich ja nie Vogelnester. Aber vielleicht sind jetzt diese Zombies schwarz, rot oder irgendwie so, dass man die besser sieht. Möglich, ne? Wir machen mal wieder. Den Helm. Na? So. Ich glaube, so finden wir besser Vogelnester. Was haben wir hier drin? Nichts. Gut. Gut, ihr Lieben, damit sind wir dann schon wieder am Ende einer Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Im Infrarotbereich und unser Girl hier wollte ja unbedingt noch in der Folge mit dabei sein. Deswegen kommt sie am Ende noch. Und
Ja, gut. Vorbei. Essen hat sie uns gebracht. Das ist echt lieb von ihr. Das ist. Nee, sowas ist. Ach so, warte mal. Die Dose könnten wir gebrauchen, weil wir haben kein Wasser bei. Oder doch, wir haben Wasser bei. Logisch haben wir Wasser bei. Aber gut, nehmen wir die Dose mit. Man weiß ja immer nicht, wie lange wir noch unterwegs sind. Aber es sieht aus wie ein See. Okay, ihr Lieben. Das war's denn. Wir sehen uns wieder und hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Guck mal, da Milchstraße. Oh, voll schön.